Für das Sommertop benötigt ihr einmal stabile Pappe, ein T-Shirt oder ein Top, alte Zeitungen, eine Schablone eurer Wahl, Kreppband und natürlich das Fashion-Farbspray in der Farbe eurer Wahl. Zuerst legt ihr eure Arbeitsfläche mit Zeitungspapier aus, am besten so großflächig wie möglich, das erspart euch nachher nämlich das Putzen. Und dann nehmt ihr einfach eure Schablone, ich habe jetzt hier eine fertige, natürlich könnt ihr auch eine selbstgestaltete Schablone nehmen und dafür zeichnet ihr dann einen passenden Rahmen, damit sich dann eben eure Schablone vom Hintergrund absetzen kann und diese klebt ihr dann mit Kreppband aus, das heißt ihr nehmt die Länge vom Kreppband eben an eurer Vorlage ab. Und dann nehmt ihr euer Top, was möglichst gebügelt sein sollte, und spannt es über die Pappe und dann könnt ihr auch die Schablone auf das Top legen. Und damit die Schablone dann hält, habe ich sie mit Kreppband versehen. Da könnt ihr zum Beispiel auch Fixierspray oder Fixierkleber, Sprühkleber benutzen, je nachdem, was euch da gerade zur Hand ist. Und wenn das alles dann so liegt, wie ihr das haben möchtet, dann könnt ihr die Fläche, die ihr besprühen wollt, eingrenzen und achtet darauf, dass alles so gut festgedrückt ist, dass nichts mehr da durchkommen kann. Und am besten fixiert ihr auch irgendwie die Zeitung nochmal mit extra Klebeband. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber ich würde euch es auf jeden Fall empfehlen. So, und dann kommt auch schon das Fashion Spray zum Einsatz und da sprüht ihr dann einfach probeweise 1-2 Pumper auf das Stück Papier und dann könnt ihr auch schon mit dem Besprühen loslegen, wenn das dann geklappt hat. Und je länger ihr dann auf eine Stelle sprüht, desto kräftiger wird natürlich auch die Farbe dort. Und nach 2 Stunden Warten könnt ihr dann die Schablone vorsichtig abtupfen und von dem überschüssigen Spray befreien. Und dann eben die komplette Folie vorsichtig lösen. Ich habe das jetzt hier mit einer Pinzette gemacht. Ihr könnt das natürlich auch mit den Fingern machen, wobei ich euch da dann auf jeden Fall Handschuhe empfehle. Und dann ist euer Top auch schon fast fertig. Ihr braucht dann nur noch zum Fixieren der Farbe einmal ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Und dann bügelt ihr das Top einfach auf links auf der Baumwollstufe. Also das ist bei meinem Bügeleisen jetzt so die mittlere Hitzestufe. Und ihr bügelt das Top ohne Dampf und am besten legt ihr hier auch noch ein Küchenhandtuch drunter, damit nichts abfärben kann. Und dann könnt ihr das Top auf links auch am besten immer bei 40 Grad waschen und die Farbe hält. Das war jetzt die erste Idee, was man mit dem Fashion Spray machen kann. Am Mittwoch seht ihr dann eine weitere Alternative dazu und es wird da auch noch ein Outfit-Video geben. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, tschüss!